Eltern most of the times des Öfteren parents Eltern we have children wir haben Kinder and most of the time und die meiste Zeit it's not easy for us ist es nicht einfach für uns when you saw your child going astray or doing something wrong wenn du dein Kind siehst wenn es vom Weg abkommt oder etwas Falsches tut, dann möchtest du die in den richtigen Weg hineinzwingen. Und manchmal sind wir so frustriert. Und wir, ja, wir wollen das erzwingen. Unsere Bitterkeit auf die Kinder. Aber Gott möchte nicht, dass wir so agieren. Wenn wir wütend sind, was sollen wir denn tun? Als Kinder Gottes können wir nicht irgendwas machen ohne unseren Herrn. Die Bibel sagt nicht bei der Macht, durch die Macht oder durch die Kraft. Aber durch den Geist Gottes. Wir sollten immer das Angesicht Gottes suchen. Dass wir in der Lage sind, alles zu überwinden, was auf unserem Weg kommt. Dass wir unsere Kinder in Liebe korrigieren. In einer Umgebung des Friedens. Amen. Das ist das Wort für die Eltern. But for all of us. Aber für uns alle. Sometimes manchmal we get angry. Werden wir wütend. Because we are social beings, weil wir soziale Wesen sind. Those who are social, we socialize with you. Diejenigen, die ja, sich sozialisieren. Always life is not the same. Dann ist das Leben nicht immer gleich. Wir werden wütend. Aber Gott sagt, im Buch Epheser, Epheser Kapitel 4, Vers 31. Kann jemand einmal lesen? Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Amen. Also wir sollten eigentlich nicht wütend sein, wir sollten alles beiseite schieben. Denn wenn wir es nicht tun, dann wird etwas Schlechtes dir widerfahren. Das sind Schritte. Und das ist das Erste. Die erste Ebene, du wirst wütend. Und dann bist du bitter. Und dann setzt sich das fort. Und einige begehen auch Selbstmord aufgrund dessen. Einige reagieren komisch aufgrund dessen. Und das Wort Gottes kam zu mir und sagte, sei nicht wütend. Und ich möchte dem nichts hinzufügen. Aber wie können wir das überwinden? Ich sagte schon, das können wir nicht durch eigene Macht machen. Jeder einzelne von uns war schon mal in dieser Situation. Und manchmal ist es nicht einfach, nicht wütend über eine Sache zu sein. Aber die Bibel sagt, lass die Sonne nicht untergehen, bevor du diese Sache überwindest. Also müssen wir so sehr daran festhalten und versuchen. Weil es kann immer passieren.
Und wir müssen wissen, wer unser Feind ist. Dein Feind, dein Freund ist nicht dein Feind. Du müsstest nicht deinem Freund gegenüber wütend sein. Was können wir tun? Wir haben ein Beispiel. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Und er sprach über seinen Tod. Und sein Freund Petrus. Und er sagte, nein, das kann dir nicht widerfahren. Und Jesus antwortete, geh hinter mir, Satan. War Petrus Satan? Nein. Jesus erkannte das Problem. Jesus kennt den Feind. Satan ist unser Feind. Dein Freund ist nicht dein Feind. Also müssen wir einiges übersehen und darüber hinwegschauen und die Wurzel der Ursache erkennen. Dann können wir das auch überwinden. Du kannst Wut überwinden. Du kannst Bitterkeit überwinden. Weil du diese Person anschaust und die Sache übersiehst. Und dann müsst du auch Satan empfehlen oder sagen, geh hinter mir, Satan. Ich muss nach vorne blicken mit dieser Freundschaft. Hallo? It's on. Hallo? Are you there? Amen. Thank you so much, my daughter. You know she's my daughter. Du bist jetzt meine Tochter. Now she's posing. Okay, may God bless you. So, I was talking about parents. And ich sprach über Eltern. Because this is a woman's day. Weil das der Tag der Frauen ist. Somebody can say, oh, it was last week or the other week. Einige sagen vielleicht, das war letzte Woche oder ja, letztens erst. Here in this church. Hier in dieser Gemeinde. Ladies are talking. Da sprachen die Frauen. Amen. We are happy. Und die Männer. Halleluja. Rufet Halleluja. Amen. Amen. So, every time we are going to confront certain things which will make us anger. Jedes Mal, wenn wir Sachen ansprechen, die uns wütend machen. But there is always a way. Aber es gibt immer einen Ausweg. To avoid this. Diese Sachen auch zu umgehen. God is our example. Gott ist unser Beispiel. That's why Jesus came on this earth to live like us. Deshalb kam Jesus auf diese Erde, so zu leben, wie wir es tun. He would have saved us from anywhere. Er könnte uns von allen befreien. But he identified with us. Aber er hat sich mit uns identifiziert. He became man like us. Und er wurde Mensch, so wie wir es sind. So that he can live in this world as we. So dass er in dieser Welt leben konnte, so wie wir es tun. Dass er genau mitfühlen kann, wenn wir durch Sachen hindurchgehen. Er war auch bitter. Er wurde so sehr geschlagen. Aber er hat vergeben. All denen, die ihn das angetan hatten. Er hat ihn vergeben. Nicht, weil er durch diese Probleme nicht durchgegangen ist, aber er wusste, dass er gekommen ist, seine Menschen, also seine Leute zu retten. Und wenn er ihnen nicht vergeben hätte, dann wäre seine Mission nicht erfolgreich gewesen, weil er einen Auftrag hatte, dass er jeden Einzelnen rettet. Und uns den Weg zu zeigen. He had to act
musste er so agieren, so dass wir dem nachkommen können. Also hat er denen vergeben, die ihn umgebracht haben. Am Kreuz sagte er, es ist vollendet. Also seine Mission war vollbracht. Und für uns, wenn jemand eine Kleinigkeit tut, es ist vielleicht auch gar nicht so klein, aber wir müssen vergeben. Und jemanden zu vergeben, ist so, als wenn du dir selber verzeihst. Denn wenn du diese Wut in dir beibehältst, dann ist es Gift. Und durch Erfahrung, es gibt einen Mann Gottes namens Kenneth Hagin. Und eines Tages hat er für eine bestimmte Familie gebetet. Und die Frau ist zu so vielen Predigern gegangen, um für sie zu beten. Okay. She could go to for prayers everywhere. Sie hätte überall hingehen können für But she Gebet. Was not healed. Aber sie wurde nicht geheilt. And God revealed to this man of God. Und Gott hatte gezeigt diesem Mann Gottes was gezeigt about this lady. Über diese Frau. And he talked about forgiveness. Und er sprach über Vergebung. And this woman, und diese Frau, she forgave all the people who had hated her or made done something wrong to her. Sie vergab all den Menschen, die ihr was Böses schon mal angetan hatten. And then she was healed. Und dann wurde sie geheilt. Because as preachers, when we preach, we say God can do everything. Because wir Prediger, wenn wir sagen Gott kann alles machen. Nothing impossible before God. Es gibt nichts, was unmöglich ist vor Gott. But sometimes there are things that blocks our healing. Und manchmal gibt es Sachen, die unserer Heilung im Wege stehen. And it's not up to God. Und das ist nicht an, es liegt nicht an Gott. It's up to us. Es liegt dann an uns. So we have to know how we overcome certain things. Und wir müssen lernen, gewisse Sachen, wie wir sie überwinden können. When she got the word, als sie das Wort erhielt, she acted on the word, hat sie darauf reagiert. And she was healed. Und sie wurde geheilt. Even if so many people could pray for her, auch wenn so viele Leute für sie beten hätten können, she could not get healed, konnte sie nicht geheilt werden, because the problem with, was with her. Weil das Problem in ihr lag. So we have to be very careful. Also müssen wir sehr vorsichtig sein. We have to search what's happening in our lives. Wir müssen untersuchen, was in unserem Leben stattfindet, so that we can overcome. So dass wir überwinden können. Amen. Amen. You know, I don't want to talk so much. Wollen nicht so sehr darüber reden? But I want to see how. Okay, before we pray, there's something I want to talk about. I said, okay, it's possible to have unity, to have peace with everyone. Bevor wir beten, ich hatte noch mal erwähnt, dass es möglich ist, in Friede and miteinander the Bible, zu leben. The Bible says, happy are those who are peacemakers. Und die Bibel sagt, fröhlich sind die, die Friedensstifter sind. And we can read in the book of Psalms, chapter 133. Und wir können das nachlesen im Psalmen 133. This is about unity when you are together. Es geht um Einheit, wenn ihr zusammen seid. Psalm
Psalm 133. Ein Lied Davids im höheren Chor. Siehe, wie fein und lieblich ist es, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie der köstliche Balsam ist, der von Aaron Haupt herabfließt in seinen ganzen Bart, der herabfließt in sein Kleid. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn das selbst verheizt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich. Amen. God is Amen. Expecting us to live in unity. Gott erwartet von uns, dass wir in Einklang und in Einheit leben. But if we don't put away all this, aber wenn wir nicht die alten Sachen ablegen und wir nicht Bitterkeit ablegen und Wut und ja, Wut, alles, dann können wir nicht miteinander in Einklang leben. Also müssen wir immer an uns selber arbeiten, als ein Individuum. Schau dich selber an und ja, erfahre, wie der Feind ist und ein, ja, auch die Erkenntnis darüber zu haben. Focus on Jesus Christ. Und fokussiere dich auf Jesus Christus. Don't focus on the situations around you. Und fokussiere dich nicht auf die Sachen in deiner Umgebung. Denn wenn du dein Augenmerk auf die Sachen in deiner Umgebung setzt, dann wirst du niemals in Einklang miteinander sein. Fokussiere dich auf Jesus. Folge seinem Wort. Und bete zu Gott. Wir haben den Heiligen Geist, der unser Helfer ist. Er ist immer da, uns zu helfen. Und Gott hat uns ihn gegeben, damit er uns helfen kann. Also werden wir beten. Jeder einzelne von uns, ganz tief im Inneren von dir, kennst du all die Sorgen, die du hast. Und du kennst die Leute, die du dein Feind nennst, die nicht deine Feinde sind. Zumindest sollst du es lernen, dass Satan der einzige Feind ist, den wir haben. Wir haben Schwestern und Brüder im Haus Gottes. Wir haben keine Feinde. Wir haben Kinder. Und nicht unsere Feinde. Ganz besonders Eltern mit Teenager-Kids, die dann noch am Heranwachsen sind. Denn schau zurück, als du heranwuchst. Wie du deine Eltern ja geärgert hast. Und lass jetzt auch zu, dass du jetzt gestört und bete für dich. Und ermutig die. Wow, children are laughing. Kinder lachen. Children, you have to submit to your parents. Kinder, ihr müsst ja euren Eltern gehorsam sein. I know your parents love you so much. Und ich weiß, eure Eltern lieben euch so sehr. Und die möchten nicht, dass ihr ja vom Weg abkommt. Und deswegen erheben die manchmal ihre Stimmen. Aber die lieben euch. Und Eltern und Kinder können zusammenarbeiten, dass sie eine ja, Umgebung, eine Atmosphäre schaffen in einem Zuhause. Dass es angenehm ist für jeden Einzelnen. Möge Gott euch so sehr segnen. Also wir beten jetzt einmal. Vater, wir danken dir für heute. Und wir danken dir für dein Wort. We know that you always fall
Wir wissen, dass wir manchmal in diese Falle des Feindes fallen. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, jedes Mal, wenn wir fallen, wieder aufzustehen. Wir wissen, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber wir wissen, du bist da und du hast uns versprochen, dass wenn auch immer wir beten, du wirst uns antworten. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst. Wir lieben dich, Herr. Du bist nicht unser Feind. Und deine Wege für uns ist für unsere Zukunft. Du sagtest, du hast gute Pläne für uns. Pläne, die uns ja erfolgreich sein lassen. Nicht um uns zu zerstören. Vater, wir geben dir all die Wut, die in unserem Leben stattfindet. Wir beten, dass du es von uns entfernst. Wir geben dir alles, was in unserem Herzen ist. Mögest du uns durch deinen Geist wieder füllen. Den Geist des Friedens. Den Geist der Einigkeit. Danke, Jesus. Im mächtigen Namen Gottes haben wir gebetet. Amen.